Telekom-Techniker Oliver macht sich auf den Weg zu seiner ersten Schaltung des Tages. Heute muss er eine Neuschaltung für einen VDSL-Anschluss am Multifunktionsgehäuse, kurz MFG, vornehmen. Dabei unterstützt ihn eine Mixed-Reality-Anwendung auf der Microsoft HoloLens. Die Anwendung verschafft ihm zuerst einen Überblick über das für die Schaltung benötigte Equipment. Oliver lädt sich die Daten seines Schaltauftrags und startet diesen. Hier werden ihm unter anderem die Daten des Kunden angezeigt. Zuerst ist es notwendig, eine qualifizierte Vorprüfung mit dem Argus-Messgerät durchzuführen. Dazu schließt Oliver das Argus-Gerät direkt an den vorgegebenen Stift an. Die verschiedenen Adaptertypen und welchen er verwenden muss, zeigt ihm die HoloLens. Die Messung zeigt dem Techniker, ob die Leitungen der Port synchron sind und ob die Schaltung durchgeführt werden kann. Der Port ist synchron und Oliver kann nun mit der Schaltung beginnen. Das Argus-Gerät zeigt Oliver einen QR-Code an, welchen die HoloLens ausliest. Nun erhält Oliver die Schaltdaten mit den zu verbindenden Stiften. Die Mixed Reality-Anwendung zeigt genau an, welche Endverschlüsse zu verbinden sind und welche Stifte geschaltet werden müssen. Wie angezeigt, legt Oliver nun den Schaltdraht auf die angezeigten Rangierungen auf und verbindet die Stifte mit dem sogenannten LSA-Schaltwerkzeug. Sind die Stifte verbunden, ist der Kunde online. Sein Speedport erhält nun den Connect mit der VDSL-Leitung. Oliver beendet die Mixed Reality-Anwendung und schließt den Auftrag ab. Er verschließt den MFG und macht sich auf den Weg zum nächsten Kunden.